Ja, das ist Christian Volk, Firma Volktanz GmbH aus der Schweiz. Wir sind hier in der Region Zürich am Arbeiten, in einem Hieb kombiniert, flächere Stellen sowie auch teilweise steile Stücke. Durch das, dass im unteren Bereich des Holzschlages Ackerland ist, müssen wir das Holz aufwärts rücken. In diesem Fall, den wir hier sehen, ist das ohne Winde nicht möglich, da einfach das Gelände doch zu ruppig ist. Es sind nur kurze Stellen, aber dennoch nicht möglich ohne Traktionswinde. Wir setzen diese hier ein und fahren runter, laden das Holz auf und bringen es nach oben, wo wir es poltern. Durch die Winde können wir ohne Bodenschäden das Holz zügig rücken, auch wenn es die Wetterbedingungen so wie jetzt nicht immer optimal sind. Im Moment haben wir die Böden sind sehr nass und aufgeweicht, weil wir den letzten Schneefall vor einer Woche hatten und dann kam Regen, der den Schnee wegtaute und jetzt ist heute ist der erste Tag Sonnenschein. Trotzdem können wir schon wieder arbeiten mit der Winde zusammen, können wir das Holz jetzt rausbringen, ohne größere Bodenschäden zu verursachen. Und jetzt schauen wir uns das an. Jetzt fährt er das flache Stück vor, wo er sich dann an einem Baum anhängt, um sich zu befestigen, dass er dann am Seil weiterfahren kann. Durch die Kurven in der Gasse kann er sich nicht direkt an der Straße verankern, weil dies die Bäume beschädigen würde. Jetzt sucht er sich den Ankerbaum aus und bindet die Maschine fest. Jetzt hat er sich angehängt und ist nun gesichert und kann jetzt problemlos die steileren Lagen befahren. Er geht jetzt leer runter und belädt sich unten von unten nach oben, sodass möglichst wenig Gewicht von unten nach oben transportiert werden muss. Weil die Böden jetzt weich sind, kann man so gut schaffen. Unter guten Bedingungen könnte man dieses Gelände natürlich auch ohne Winde bearbeiten. Aber bei diesen Bodenverhältnissen nicht. Man sieht jetzt, wie durch die IBC-Steuerung das Teleskop mit dem Hubarm zusammenarbeitet. Jeweils, wenn der Hubarm nach unten geht, schießt das Teleskop raus. Diese Bewegungen werden vom IBC gesteuert. Gleichzeitig beim Anheben der Last zieht das IBC den Teleskop wieder rein. Unser Fahrer ist sehr begeistert vom IBC und hat es eigentlich immer eingeschaltet, weil er sagt, es entlastet ihn. Es ist ringer, flüssige, schnelle Bewegungen zu fahren. IBC bedeutet intelligent Boom Control. Das heißt, dass die Steuerung in das Arbeiten des Fahrers eingreift und gewisse Funktionen, die sich immer wieder wiederholen, selbst steuert. Dadurch kann der Fahrer länger eine konstante Leistung fahren, was sich wiederum auf die Tagesleistung des Rückzuges auswirkt. Den Kran haben wir mit den innenliegenden Schläuchen gewählt. Somit haben wir weniger Sorgen, dass uns vor allem beim Hackholztransport sich die Äste verheddern und uns Schlauchbrüche verursachen. Wir haben die Maschine jetzt 1000 Betriebsstunden im Einsatz und hatten bis jetzt keinen einzigen Schlauchplatzer. Der Rückzug ist mit der breiten Version der Ladefläche ausgestattet. Das heißt, wir können die Ladefläche jeweils um 60 cm verbreitern. Das hilft uns im schwierigen Gelände, den Schwerpunkt tiefer zu halten bei gleicher Beladung. Weiter haben wir die teleskopierbare Runge von Haas montiert auf der dritten Rungenbank. Dies ist vor allem beim Abladen, kürzt uns das die Kranzyklen. Ja, wir können das zulässige Gewicht von der Maschine auch wirklich ausnützen, die zulässige Nutzlast, ohne dass dabei Gefahr besteht, dass uns das Holz über das Stirngitter raus in die Kabine schießt. Dieses Stirngitter ist bei der neuen Serie anders konstruiert. Das ganze Gitter schiebt nach oben und dadurch ist es viel massiver wie die alte Version. Wir sehen jetzt hier, wie er raufkommt. Diese Passage wäre ohne Winde nicht zu schaffen.
Man hört auch, wie die Maschine gleichmäßig läuft, ohne zu sagen oder mit der Drehzahl runterzugehen. Es läuft einfach sauber weiter, selbst wenn der Kran mitbedient wird. Man sieht, wie der Fahrer mit der Drehkabine entspannt dran sitzt und seine Arbeit macht. Jeder, der einmal eine Drehkabine gefahren hat, möchte sie diese niemals mehr missen. Alleine diese Geländekante wäre ohne Winde einfach unmöglich zu schaffen. Man hört, wie die Maschine sauber darüber geht, ohne zu murren, ohne die Drehzahl zu verlieren. Absolut stressfreies Rücken, einfach ein entspanntes, schönes Arbeiten. Absolut stressfreies Rücken hier im Übergangsgelände. Zur Winde natürlich diese große Seilkapazität sowie das Spielwindenkonzept hat uns überzeugt. Darum haben wir uns für eine Haaswinde entschieden. Also wir haben uns für Haas entschieden, weil wir schon seit Beginn her mit John Deere zusammenarbeite und weil natürlich die komplette Garantie von der Maschine erhalten bleibt, wenn Haas die Umbauten macht. Wir haben schon mehrere Projekte mit Haas verwirklicht und diese wurden immer zur völligen Zufriedenheit erfüllt. Bei Haas kann man mit Ideen kommen und sie werden professionell umgesetzt. Wer hat's erfunden? Haas!